Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 12. Wir treten heute im deutschen Pokal in der ersten Runde gegen den Zweitliga-Club FSV Frankfurt an. Sind als Tabellenvierter momentan natürlich der Favorit. Aber ist natürlich nicht ganz einfach. Die Frankfurter können ohne Druck gegen uns ausspielen. Und ja, wir müssen mal sehen, wie sich das dann letztendlich entwickelt. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum echten HSV, der gegen Wolfsburg entgegen meiner Prognose leider 2-1 verloren hat und generell sportlich das Wochenende in Hamburg eine Katastrophe, möchte ich fast meinen. Pauli im Aufstiegskampf in der zweiten Liga nur ein Unentschieden geholt und die können sich höchstens noch vielleicht mit Düsseldorf und Paderborn um die Relegation streiten. Denn die Eintracht aus Frankfurt und Greuther Fürth sollten eigentlich durch sein, so wie ich das sehe. Ja, und dann war ich noch beim Hamburger Handball in der Arena. Die wurden dann von den Füchsen Berlin aus der Champions League geworfen an diesem Wochenende. Das war alles nicht so gut. Also aus Hamburger Sicht wirklich ein sportlich katastrophales Wochenende. Aber ich hoffe, hier virtuell können wir das etwas zurechtruckeln, indem wir hier in der Woche beim FSV Frankfurt einen schönen Sieg holen. Ja. Deutscher Pokal, FSV Frankfurt gegen Hamburger Sportverein im Stadion Nida, 26. Oktober 2011, Anstoß 20:30 und der Schiedsrichter ist Ignacio Munifilate, Profi 6 Minuten und trocken. Beim HVfB Dropny, Dickmeier, Rajkovic, Westermann, Augo, Tesche, Ilicevic, Skelvetöre und Guerrero und Berg. Ja, das war jetzt etwas spanisch ausgesprochen, bisschen übertrieben. Naja, Berg ist immer noch für den 3 Wochen ausfallenden Petritsch in der Startaufstellung, der ja auch gegen Wolfsburg ein echt ein schönes Tor gemacht hat. Diesen Lupfer hat leider nicht zum Sieg gereicht. HSV auf Relegationsplatz, das wird nochmal richtig hart. Aber mit dem Restprogramm sollten sie es eigentlich packen, den Erhalt in der Liga. Sonst, naja, kriegen sie ein bisschen Prügel von mir. So, beim FSV Frankfurt im Tor, Klant, dann Huber, Schlicke, Björn Schlicke. Ich glaube, der war auch mal beim HSV, ne? Gleetson, Teixeira, Gordon, Stark, Müller, Villinger, Xaver Jelen und Marcel Crisantos oder Maukele Crisantos, so heißt er. Auch einer aus dem Nachwuchs von dem HSV an Frankfurt, glaube ich, nur ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn verkauft haben. Das ist auf jeden Fall ein Ex-HSV-Jung. So, letztes Ergebnis unentschieden gegen den VfL Bochum in der zweiten Liga. Aber das sollten wir jetzt eigentlich rocken, nachdem wir gegen Wolfsburg noch die Partie gedreht haben. Wäre alles andere als ein Sieg hier im Pokal, ja, ein deftiger Dämpfer, würde ich mal sagen. So, das Gelbrett haut den rein und ich habe lange nicht mehr FIFA gespielt, fast eine Woche jetzt, also das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, offline gar nicht und ich hoffe, ich werde es jetzt hier hinbekommen im Pokal, denn alles andere als ein Sieg für den Favoriten, oh schade, wäre natürlich eine faustdicke Überraschung, aber der Pokal ist ja dafür da, dass Underdogs die Großen vielleicht rauskicken, was ich hier aber nicht hoffen will. So, Rajkovic stehen wir da. Mit einer schönen Finte. Gut. Deutscher Pokal. FSV Frankfurt gegen den Hamburger SV. Stadion Neda. Da sehen wir die Spielakteure, die hier auf den Platz laufen. Bin mal sehr gespannt, wie das hier ausgehen wird. Guerrero, der Mann der Stunde im Moment beim HSV. Beide Tore beim 2-1 gegen Wolfsburg geschossen. Natürlich nur virtuell. Denn in echt ist er nicht der Mann der Stunde beim HSV, sondern der Mann der Tribüne im Moment, da er 8 Spiele Sperre erhalten hat, davon erst 2 abgesessen hat, also das dauert noch, bis der wieder fit ist. Gut, wollen wir uns aber nicht mit diesem Geplänkel aufhalten. Schiedsrichter, wie gesagt, Ignacio Munifilate. Hier nochmal die Startaufstellung von FSV Frankfurt. Recht defensives System mit 5 Mittelfeldspielern, nur einer echten Spitze mit Maukele Crisantos. Wir spielen wie gewohnt im 4-1-3-2. Mit 2 Stürmern und einem 4er Mittelfeld. Und ja, Tesch und Skelbrett habe ich jetzt mal drin gelassen, trotz eher enttäuschender Leistung in letzter Zeit. So, Schalke 04 geht gleich mal gegen Paderborn in Führung. Das ist natürlich schön für die Jungs da. Ist natürlich auch ein Favorit. Sind viele andere Pokalspiele heute auch. Ach ja, und heute und morgen sind dann ja auch Champions League Spiele in echt. Bayern spielt, Barca spielt, Skelbrett, gute Chance. Barca gegen Milan, Bayern gegen Marseille und dann noch Real Madrid gegen Apoel, Nicosia und die vierte Paarung ist mir gerade entfallen. Chelsea gegen
Chelsea gegen wen denn gerade? Na gut, ich beziehe mich jetzt mal wieder aufs Spiel, statt hier über die Champions League rumzulabern. Wenn ihr das Video später guckt, viel später guckt, als es hochkommt, ist das für euch eh alles unaktuell. Und dann denkt ihr, was labert der da für einen Scheiß? Das war doch alles schon lange. So, Türe mit dem Ball, aber Frankfurt wehrt sich hier. Natürlich, sie sind die Favoriten, sie haben keinerlei Druck, sie sind der Underdog hier. Aber trotzdem, in 90% der Fälle sollten wir die eigentlich fertig machen. Fertig machen jetzt nicht, aber ich würde gerne mal wieder einen Kantersieg feiern. Das 5-0 gegen Gladbach hat schon gut getan. Und warum nicht auch heute gegen Frankfurt? Wenn nicht jetzt, wann dann, frage ich euch. Denn es kommen schwierige Wochen in der Liga auf uns zu. So, Skelbred kommt nicht durch. Nach 10 Minuten steht sie immer noch unentschieden. Wir können ja auch in eine mögliche Verlängerung gehen. Das ist ja nicht ganz ausgeschlossen hier. Ist ja immer ein deutscher Pokal, K.O.-Runde, wie man das kennt. So, Ilicic auf Außen gegen Teixeira, gibt den Ball durch zu Xaver Jelen. Oh, sehr gut. Rajkovic ist auf dem Posten. So, Tesche, Skelbred, Töre, der Ball läuft durch die eigenen Reihen. Hannover führt gegen Karlsruhe. Auch da ist der Bundesligist aus Hannover natürlich der glasklare Favorit. Ey, Töre wurde da vollgelegt, meiner Meinung nach. Na gut. Also bis jetzt Schalke und Hannover werden ihrem Favoritenstatus gerecht nach 14 Minuten. Wir noch nicht so richtig, noch keine nennenswerte Torchance wirklich, außer dieser Kopfball von Skelbred, den der Mann zwischen den Pfosten bei Frankfurt doch sicher parieren konnte. Und Jelen spielt hier gerade Ping-Pong mit Ilicic. So, Chrysantos, Ex-HSVer. Wäre natürlich doppelt bitter, wenn er uns hier einen einschenkt. Ein echter HSV, glaube ich, im Achtelfinale übrigens gegen Stuttgart ausgeschieden. Das war recht bitter. Na gut, wollen wir jetzt nicht darüber klagen. Oh, Türe. Mann, Mann, Mann. Es will noch nicht so wirklich laufen. Oh, jetzt habe ich eine Chance durch eine Unachtsamkeit der Frankfurter. Das nutzt der HSV normalerweise eiskalt, gnadenlos aus. Ruckler. Ruckler. Oh, und da trennt mich der Ruckler vom Ball. Super. Und jetzt Frankfurt wieder, die hier etwas stärker werden. Ein bisschen den Respekt vor uns verlieren. Kaiserslautern und Mainz 05. Duell der Bundesligisten und die Lauterer, die ja momentan in einer riesigen Krise sind, gegen die wir auch das nächste Spiel, virtuell und in echt, der HSV, absolvieren werden. In echt ist das ein 6-Punkte-Spiel, denn Kaiserslautern ist einer von zwei Clubs, die hinter dem HSV noch hinter dem HSV in der Tabelle stehen, als 18. Und da muss der HSV wirklich zeigen, dass er den Abstiegskampf lebt und kämpft, denn gegen Kaiserslautern zu verlieren wäre extrem bitter. Aber das will ich jetzt hier mal nicht sagen, dass das so sein wird. So, komm schon, Töre. Pam. Na gut, gib den Eckball. Wenigstens etwas. Vielleicht mal über einen Standard. Wenn es nicht aus dem Spiel klappt. Nun gut, aber Lautern hat jetzt auch einen neuen Trainer mit Krasimir Balakow. Ey, voll krass, Mann. Und das war gut. Denn Heiko Westermann bringt mit diesem platzierten Kopfball den Hamburger SV in Front. Und tatsächlich geht es über einen Standard von Auge. Und dann steigt Westermann da höher und der Kapitän markiert hier für den Hamburger Sportverein die Führung im Pokalduell mit Frankfurt. So, die Fortuna Düsseldorf liegt 1-0 gegen die Löwen aus München zurück, 1860 München. Nun gut, aber virtuell das Spiel gegen Kaiserslautern, das nächste Bundesligaspiel, und das sollten wir eigentlich gewinnen, denn Lautern steht auch virtuell wie in echt ziemlich weit in der Tabelle unten. Nur mich würde es eigentlich freuen, wenn der HSV in echt auch wie hier virtuell auf Platz 4 stehen würde, aber dem ist leider überhaupt nicht so. So, Berg, 1 gegen 1. Der ist doch eigentlich schneller als der Schlicke da, Björn Schlicke. Na, der gewinnt aber trotzdem den Zweikampf. In der 31. Minute steht es hier immer noch 1-0 nach diesem Treffer von Heiko Westermann, über den ich mich jetzt nicht so richtig gefreut habe. Denn wir sind einfach ja, wir müssen einfach bringen. In der Bringpflicht, in der Bringschuld stehen wir. Denn wir sind hier der klare Favorit. Und deswegen freue ich mich hier vielleicht nicht so über die Türe so emotional, wie vielleicht gegen Wolfsburg im letzten Part, wer es nicht gesehen hat. Das war echt ein richtig verrücktes Spiel. In den letzten 4 Minuten, nachdem ich 1-0 zurückgelegen hatte, durch ein Eigentor noch gedreht. Und da freut man sich natürlich etwas mehr. Da zaubern sie, die Frankfurter. Stark, aber das war nicht stark gedribbelt von diesem Stark. Und daher verlieren sie den Ball. Und jetzt geht's ganz schnell beim HSV. Schön umgeschaltet. Und jetzt kontern wir sie aus. Oder auch nicht. So, Energie Cottbus. Erste Überraschung vielleicht heute. Führt gegen den VfL Wolfsburg, gegen die wir ja gerade gewonnen haben. Also vielleicht noch demoralisiert,
nachdem wir dieses Spiel da gegen sie gedreht haben. Und deswegen verlieren sie jetzt vielleicht auch noch gegen Cottbus. Das wäre was Schönes für Energie, aber mir ist eigentlich egal, denn ich sympathisiere eigentlich mit beiden Clubs nicht besonders, wobei Wolfsburg mir im Moment noch so ein bisschen übel aufstößt, da sie ja den HSV ganz tief in den Abstiegskampf am vergangenen Freitag gestürzt haben, in echt. Und Abstiegskampf ist für einen HSV-Fan immer so eine Sache, als Dino der Bundesliga, 48 Jahre schon da. Die 50 sollen eigentlich locker noch voll werden. Nun gut. HSV-Fan zu sein ist im Moment nicht so leicht. Da kann man sich vielleicht virtuell hier wieder ein bisschen über den Verein freuen, denn in echt gibt es ja echt nicht viel zu lachen für HSV-Fans. Skelbret! Schöner Versuch. Aber geht knapp am Tor vorbei. Gleich haben wir auch Halbzeit. Knappe Führung. Hätte schon deutlicher sein können nach meinem Geschmack, aber wir wollen hier nicht gierig werden, denn wenn wir hier die Frankfurter kommen lassen, nicht zu viel riskieren, unsere Angriffe gut ausspielen, dann sollten wir noch ein Tor kriegen und mit einem 2-0 Vorsprung im Rücken sieht das doch alles besser aus. So, ich bringe mal die Flanke rein auf Guerrero. Die sieht gut aus, die Flanke. Verdammt. Boah, Iličević geht da mit gestreckten Beinen rein, aber jetzt ist es auch vorbei. Heiko Westermann erzielt bis jetzt das einzige Tor der Partie in der 26. Minute per Kopf. Da haben wir den Mann. Ach, Markus Berg ist jetzt Captain, das muss ich aber mal ändern. Denn er ist ja eigentlich nur Edelreservist. So, das war die gute Chance von Skelbret per Kopf. Und hier sehen wir nochmal das Tor durch Heiko Westermann. Nennenswerte Chancen auf Seiten des FSV Frankfurt gibt es eigentlich nicht, soweit ich weiß. Nee, die haben auch nur diese beiden Chancen aufgezeichnet. So, die anderen Ergebnisse. Kaiserslautern führt gegen den FSV Mainz 05. Energie Cottbus führt gegen Wolfsburg. Kleine Überraschung. Fortuna Düsseldorf liegt gegen München zurück, gegen die Löwen. Augsburg 0-1 gegen Nürnberg. Ja, konnte man so erwarten. Ingolstadt gegen Freiburg. Auch nicht schlecht. Schalke führt gegen Paderborn und Hannover schon 2-0 gegen Karlsruhe. Also bis jetzt außer die Führung von Cottbus gegenüber Wolfsburg keine Überraschung dabei. So, Düsseldorf scheint sich langsam aus dem Pokal rauszuhauen, denn die Löwen führen jetzt schon 2-0 und damit einen komfortablen Vorsprung, genauso wie Hannover. Aber diesen 2-0 Vorsprung würde ich hier jetzt auch gerne haben. Vielleicht sollte ich auch schon schon für das Spiel gegen Kaiserslautern, könnte man sich ja vorstellen, aber ich möchte, dass sie eigentlich sicher nach Hause bringen, denn in der Meisterschaft sieht es momentan nicht so aus, als würden wir nochmal an die Bayern rankommen, auch wenn wir gut spielen. Oh, jetzt macht Wolfsburg den Ausgleich und Chrysantos hier hoffentlich nicht. Chrysantos, du Sau. Weg damit. Eieiei, auf jeden Fall, in Sachen Meisterschaft sieht es hier virtuell nicht so gut aus. Da die Bayern schon gut Punkte auf uns Vorsprung haben und so leicht holt man nicht Punkte auf die Bayern auf. Deswegen möchte ich hier mich im Pokal besonders anstrengen, weil vielleicht, wenn ich hier richtig gut spiele im Pokal, sogar ein Sieg drin ist. Ich hoffe nur, wir müssen nicht gegen die Bayern spielen, denn das Bundesligaspiel, oh verdammt, das war schlecht, gegen die Bayern, die das ganze LP verfolgt haben, wissen es, das war das mit Abstand schlechteste. Das haben wir, glaube ich, 5-0 verloren. So, Skelbret verschuldet mir da jetzt ein bisschen zu viele Einwürfe. Ich glaube, der ist platt. Und für ihn bringe ich mal Rodriguez, was soll's. Mein Gott. Der soll mal wieder für Kreativität da vorne sorgen. Ist auch ein bisschen offensiver als Gelbrett. Und kann deswegen vielleicht nochmal das 2-0 erzielen, denn ich möchte hier nicht dieses 1-0 verwalten. Da macht Frankfurt nämlich den Ausgleich. Wir sind in der Verlängerung. Dann geht's bis ins Elfmeterschießen, weil ich kein Tor hinbekomme. Das ist ein Freistoß für uns. Und im Elfmeterschießen kann ja alles passieren, wobei es in letzter Zeit eigentlich immer so ist, zumindest in echt, habe ich das Gefühl, dass man eigentlich immer denkt, ja, der Außenseiter hat genauso gute Chancen im Elfmeterschießen, oh, Düsseldorf verkürzt, als der Favorit, und am Ende gewinnt doch immer der Favorit. Das war bei Dortmund gegen Düsseldorf so, guter Kopfball im Pokal, und auch bei Bayern gegen Gladbach, wo man dachte, jetzt packt's Gladbach, und dann haben doch die Favoriten immer gewonnen. Naja, gut. Ich will es hier gar nicht erst dazu kommen lassen, das auszutesten, ob das hier auch virtuell so zutrifft. Wow, wieder ein kleiner Ruckler, sorry dafür. Komm schon, Augo. Oh, noch nicht dahin, Rodriguez, du Sau. So, Augsburg hat ausgeglichen gegen Nürnberg. Und Frankfurt traut sich hier etwas mehr zu. Irgendwie komme ich aber auch nicht richtig ins Spiel, kann mir keine Torchancen erarbeiten. Und Tesche läuft da wie so ein wild gewordener, naja, rum und gewinnt den Ball nicht. So, Gordon. Nein, Chrysantos. Chrysantos, boah.
Da hätte ich aber Elfmeter gepfiffen, wenn ich jetzt dieser Ignacio schieß mich tot wäre, Schiedsrichter. Aber gut, bisschen Glück gehört auch dazu. Das Einsteigen von Westermann war grenzwertig, würde ich da sagen, gegen Chrysantos. Aber wir haben den Ball, ist nichts passiert. Und ich gehe mal mit Berg hier außen durch. Der kommt sogar durch. Bringt die Flanke in die Mitte. Oh, wenn der durchgekommen wäre auf Rodriguez. Aber trotzdem, er hat den Ball. Der Ballkünstler aus Uruguay. Da wird was gepfiffen. Elfmeter. Jawohl, Elfmeter. Ja, Gletzer, da musst du gar nicht so dumm gucken. So. Ich lasse nicht Berg schießen, sondern das wird Paulo Guerrero erledigen. Nein! Was mache ich denn? Oh, warum? Eigentlich wollte ich den antäuschen und hatte noch auf gar keine Ecke gezielt. Und dann verhaue ich den so bitterlich. Frankfurt Stolte hält hier den Elfmeter. Ich krieg einen Elfmeter quasi geschenkt durch Rodriguez. So, den nächsten wirst du nicht schießen, Guerrero, du Flachpfeife. Wobei es total meine eigene Schuld war. Mann, 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 das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Ich hoffe, das wird nicht bestraft von den Frankfurtern. Das würde mir nämlich gar nicht gut schmecken. So. Ah, ich glaube, den nächsten wird mal Rodriguez schießen oder Töre, aber nicht mehr Guerrero auf jeden Fall. Das war ja. Naja, es lag an mir, wie gesagt, aber trotzdem. Kann ich es ja auf Guerrero schieben? Ihr habt es ja nicht gesehen, wie schlecht ich den hier geschossen habe. Oh, jetzt doch, verdammt. Na gut. Flanke reinbringen, Guerrero, dann regelst du das. Aber auch den hat Klant, nachdem er eben schon den Elfmeter entschärft hat. Wir sind bereits in der 71. Minute, wie die Zeit auch hier vergeht, wenn man labert. Kommt mir bis jetzt gar nicht so vor. So, du kommst hier nicht durch. Er springt über die Grätsche. Nein, das wirst du nicht machen. Boah, und er schießt vorbei. Beste Chance für Frankfurt bisher. Riesenmöglichkeit meiner Meinung nach. Aber ich will hier nicht mauern. Ich will das Ergebnis nicht verwalten. Frankfurt wechselt. Ndiaye kommt der Müller. Das sieht mir nach einem offensiven Wechsel aus. Ich hoffe, dem ist nicht so. Denn die Frankfurter werden stärker. Boah, hat er den da umgehauen, der Chrysantos. Mann, Mann, Mann. So, Türe. Gleich mal nächster Anlauf. Das ist Teschl. Nürnberg geht erneut gegen Augsburg in Führung. Nach dem Ausgleich. So, das ist Gero. Keine Anspielstation wirklich. So, die Grätsche kommt. Gero bleibt im Ballbesitz. Der HSV zirkuliert das Leder durch die eigenen Reihen. Cottbus führt wieder gegen Wolfsburg. Komm schon, Türe. Du kannst doch schießen. Oh. Das hat er damit aber nicht bewiesen. Naja, gut. Der ging irgendwo in die Walachei neben das Frankfurter Tor. Ein 1-0 würde zwar reichen, aber das ist nicht wirklich glanzvoll hier. Und gibt der Mannschaft vielleicht auch nicht die Motivation, die sie für so ein Spiel wie gegen Kaiserslautern braucht. Denn Kaiserslautern ist zwar im Abstiegskampf, aber zu unterschätzen sind die trotzdem nicht. So, schön gemacht von Ilicevic, den Ball gehalten. Ich laufe mal durch mit Gero. Und das müsste eine Ecke geben. So sieht's aus. So, Auge wird die treten. Die letzte Ecke, wenn ihr euch erinnert, hat hier auch zum Erfolg geführt in diesem Spiel. Komm schon, Westermann. Verdammt, da war wieder Heiko Westermann dran. Erst mit der Kopfballchance, dann mit der Schusschance. So, Ndiaye, der neue Mann, hat den Ball jetzt. Komm schon, jetzt den Ball gewinnen und die sind fertig. Dann gebe ich ihnen das 2-0. Oh, ich will keine Verlängerung. Das wäre nämlich nicht so schön. So, komm, ich sehe Guerrero durchstarten. Ich gebe ihm den Ball. Er muss nach außen abdrehen. Die Frankfurter verteidigen aber auch stark. So, Ilicevic. Tanzt jetzt da mit dem Ball rum. Sie können ihn vom Ball trennen. Oh, schön gespielt eigentlich von den beiden Kreativleuten. Oh, stark im 1 gegen 1 gegen Heiko Westermann. Er könnte jetzt nicht nur zum einzigen Torschützen werden, sondern auch hier zum Torverhinderer. Das sah jetzt nicht so elegant aus, aber er hat noch die Chance. Ja, flankt doch stark. Boah, will der mich verarschen hier? Boah, mit der Blutgrätsche geht Diekmeyer rein. Mann, gib mir den Ball, Alter. Boah, jetzt spiele ich hier auch scheiße. Hannover 3-0 gegen Karlsruhe. Scheint das deutlichste Ergebnis am heutigen Abend zu sein. Komm schon. Der kommt durch. So, Rodriguez kriegt den Ball. Oh, wunderschön gespielt. Und das muss jetzt vollenden, Guerrero. Wie ein Mann. Nein. Oh, ärgerliches Ding, das war eigentlich so schön gespielt. Na gut, scheint bei dem 1-0 zu bleiben. Jetzt den Frankfurtern bloß keine Möglichkeiten mehr geben. So, jetzt sind wir mit da vorne 3 gegen 3. Das sollte doch gehen. Oh, verdammt, der dachte ich, der geht durch. Na gut, Ball ist wieder bei Hamburg. Rodriguez aus der Distanz. Der ist im Aus. So, jetzt wird nochmal der Abschlag kommen. Erstmal kommt Karim Benjamina und Chleb rein für Jelen und Stark.
Aber das wird, glaube ich, nichts mehr ändern, denn jetzt nach dem Abschluss von Klant sollte es eigentlich vorbei sein. Ich habe einen Elfmeter verschossen. Nicht gut gespielt, aber trotzdem. Nee, es ist noch nicht vorbei. Okay. Ich sollte meinen. Ey, aufgestürzt war das Stoßresümee etwas nach hinten verschieben. Ich hoffe nicht nach die Verlängerung. Nach der Verlängerung. Verdammt. Komm schon, weg damit. Die HSV-Fans peitschen ihre Mannschaft hier nochmal nach vorne. Motivieren sie. Und da ist der Abpfiff. Wir gewinnen 1:0 in einer glanzlosen Partie durch das Tor von Heiko Westermann gegen den FSV Frankfurt. Ziehen in die nächste Runde ein. Wirklich super, duper toll war das jetzt nicht. Aber es hat gereicht, muss man sagen. Wir müssen uns jetzt auf die nächsten Spiele fokussieren. Freiburg wird kommen. Es war kein direkter Kandidat um die Europa League Plätze oder gar Champions League Plätze, so wie wir momentan platziert sind, aber sollte ein sicherer Dreier sein. Ja, Tesche, keine gute Partie gemacht. Rodriguez war in Ordnung, hat einen Elfmeter rausgeholt, den Guerreiro leider verschossen hat. Das werden wir wahrscheinlich gleich nochmal sehen. So, Crisantos, der Ex-HSVer, konnte nicht viel reißen, hatte eine Chance, wo es vielleicht auch einen Elfmeter für Frankfurt hätte geben können, aber nicht müssen. So, hier nochmal der Kopfball von Skelbred, kennen wir alle schon. Dann das einzige Tor des Abends, dieses Pokalabends von Heiko Westermann. Ihr habt es schon erraten. Und dann hier nochmal der verschossene Elfmeter von Paulo Guerreiro. Und ja, das war keine richtige Chance. Gut. Was haben wir hier? Mainz unentschieden gegen Kaiserslautern. Da geht's in die Verlängerung. Cottbus besiegt Wolfsburg. Kleine Überraschung. München rettet das 2:1 gegen Düsseldorf über die Zeit genauso. Nürnberg gegen Augsburg. Ingolstadt Freiburg ebenfalls die Verlängerung. Schalke gewinnt nach seinem Favoritenstatus gerecht. Und Hannover bezwingt den KSC mit 3:0. So, Spieler des Tages Heiko Westermann mit einer guten Defensivleistung und dem Tor des Tages. Nachvollziehbar und auf der Gegenseite sollte es Klant sein, denn der hat einen Elfmeter rausgeholt, so ist es. So, Spielinfo nochmal. Die hatten sogar mehr Ballbesitz, das ist natürlich ein bisschen bitter, aber hier hatten wir 12:1 Schüsse. Das spricht dann am Ende doch für den Favoriten HSV. Ja, wir haben gewonnen. Nicht glanzvoll, aber wir haben gewonnen. So, Turnierpreisgeld, 140.000 Euro. Mensch, davon können wir uns Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gleichzeitig kaufen. So, bevor ich jetzt in die nächste Partie gehe, möchte ich erstmal ins Teammanagement, denn das war jetzt ja sozusagen eine englische Woche und da sind auch einige recht angeschlagen. Töre kommt erstmal raus, für ihn kommt Jansen wieder rein, Katcher wird den guten Tesche ersetzen. Ja, und die anderen, die gehen noch einigermaßen. Und dann möchte ich noch kurz Spielerrollen, den Kapitän, das wird natürlich nicht Markus Berg sein, sondern das wird jetzt Westermann. Und ja, den Rest kann ich ja noch umstellen, wenn die dann schießen. Gut. Wir sind weiter im Pokal. Das ist die Hauptsache, dass wir nicht glanzvoll gewonnen haben, ist klar. Jetzt geht's gegen den FC Kaiserslautern das nächste Mal. Eure Tipps, ich bin gespannt. Ja, für den HSV ein echt ein ganz wichtiges Spiel, für uns hier virtuell aber auch. Danach wird es gegen Leverkusen gehen, aber wir denken von Spiel zu Spiel. Und deswegen hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal beim ersten FC Kaiserslautern. Wir sind eine Runde weiter im Pokal und das ist hier das Wichtigste. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, einen wunderschönen Tag noch. Genießt die Sonne, Freunde. Wunderschönes Wetter draußen und ciao. Dum, dum.